Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Willkommen im ersten Unboxing des Jahres, glaube ich sogar. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ist vielleicht tatsächlich auch der Grund, dass aktuell unsere laufenden Projekte jetzt nicht zu den Neuheiten benötigt wurde. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso. Gut, jeder hat ein bisschen Zeitstress. Das heißt aber jetzt, dieses Jahr starten wir wieder neu für euch rein. Wir werden wieder ein paar mehr Unboxings machen, so wie es halt dementsprechend klappt. Heute, frisch versorgt, werdet ihr mit dem neuesten, den dritten Triumvirat, nämlich von Gathering Storm 3. Das ist schwer zu erkennen, was es sein wird. freut mich natürlich für meine Ultrains, muss ich ganz ehrlich sagen. Geschmäcker gehen auseinander, das heißt, wir haben da schon sehr viel gehört von den Leuten in Form der Optik. Ich muss sagen, auf dem White Dwarf Cover, weil er da sehr, sehr golden gehalten ist, dachte ich erst, Imperator, was geht da ab? Wenn man tatsächlich aber auch nur das Ultra-Zeichen wegdenkt auf Schulter und Knie, ja, dann hat man tatsächlich auch einen sehr coolen alternativen, ja, Imperator. Kann man nicht anders sagen. Schwert ist tatsächlich auch des Imperators gesegnete Waffe. Ich weiß gar nicht, wie sie direkt heißt. Das Schwert des Imperators und die Hand des der Herrschaft hat er. Also, ja, wie auch immer er dazu kommt, werden wir tatsächlich im Buch lesen können. Ja, gehen wir mal zum ersten Eindruck. Der Packung ist tatsächlich genauso gut wie die zwei Boxen davor. Mir gefällt es sehr gut. Man sieht auch hier sehr schön, man hat hier eine Silberschrift tatsächlich. Also nicht schlecht. Die Packung selber ist nicht OVP, also in Form von eingeschweißt. Sie kommt tatsächlich einfach nur im Karton. Aber was sehr cool ist, das hatten sie, glaube ich, schon bei den Orks von Age of Sigma gemacht. Man hat eine Box in Box. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Spaß hier aufkriege. Zack, einmal hier oben geöffnet. So, dann kommt nämlich erstmal die Kunststoffbox raus. Wie man hier schon sieht, wird man sehr schön begrüßt in Form eines Artworks, was man einrahmen kann oder sollte, weil die Qualität ist echt super. Das heißt, es ist wirklich ein Mattdruck auf einem sehr hochwertigen Papier, was jetzt nicht total billig ist. Also es ist ein sehr schönes Papier. Macht sich halt tatsächlich sehr gut. Hier war nämlich die Box in der Box. Ich weiß nicht, ob ich sie rauskriege, doch ich glaube, muss ich noch auf der anderen Seite aufmachen. Ist nämlich sehr cool gedacht. Ja. Machen wir natürlich jetzt hier im Unboxing die Fummelei des Todes, ohne vorbereitet zu sein. So, jetzt noch hier die eine Lasche runter und hier die andere. Meistens bleibt das nämlich einem verborgen. Also man, ja, man bekommt es wirklich nur mit, wenn man ja, auf den zweiten Blick mal hinschaut, bekommt man noch eine verdammt geile Box. Ich schau mal, warte mal, ich nehme mal die Cam in die Hand. So, dann kann man es ein bisschen sehen oder besser sehen. Also die Optik, die Verpackung, muss man sagen, selbst da spart man nicht. Legen wir mal wieder ein bisschen zur Seite, weil das ist jetzt aktuell nicht so wichtig. So, dann gucken wir mal, bleiben wir mal direkt in der Hand und schauen uns das Ganze an. Artwork haben wir schon gesehen. Die Bauanleitung, wie gewohnt, in ja, farbigen Druck. Auch gestern, ich habe mir den Spaß gemacht und habe üblich wie Ikea-like ausgeknipst und dann zusammengepuzzelt. Klappt sehr gut, also kann man ohne Probleme machen. Krass ist bei dem Bausatz, ich hatte jetzt die anderen Bausätze nicht, ich glaube, die sind aber tatsächlich genauso vielfältig, aber diese eine Primarch, diese eine Figur besteht aus gefühlten 100 Teilen. Ist krass, es passt auch jedes Teil wie der Arsch auf dem Eimer. Oberkörper ein bisschen zusammenbauen ist ein bisschen knifflig, weil man dann teilweise erst warten sollte, bis der Kunststoffkleber fertig ist, zu trocknen, weil man sonst ineinander Teile verschiebt.
Aber im Gesamten muss ich sagen, eine sehr leichte Bauanleitung, trotz vieler Teile. Es sieht optisch halt natürlich sehr cool aus. Auch hier hat man wieder ein Bild, wenn man das halt zum Beispiel ausschneidet, kann man das auch wieder sehr schön einrahmen. Ja, kommen wir zur Box selber. Ist ziemlich cool, sind unterteilt in zwei Primarchen Gussrahmen. Das heißt, man hat Gussrahmen 1 und Gussrahmen 2 für die Primarchen und dann einmal für Cypher und einmal für den Großmeister. Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Großmeister Voldus, den Grey Knight. Ja, gucken wir uns mal die Gussrahmen an. Also, wie ihr hier seht, der Detailgrad ist grandios. Es ist wieder so ein Semi-Snap-Fit. Man kann Sachen umbauen, weil dementsprechend hier der Schulterpanzer nur mit den Armen verbunden ist. Das heißt, man könnte da cutten und könnte dann einen Alternativarm machen. Auf der anderen Seite wird es dann doch schon ein bisschen schwieriger, nicht? Aber es ist machbar. Also es ist ein Snap-Fit-Baurahmen, Gussrahmen, der variabel sein kann mit entsprechenden Umbaugünsten. Hier haben wir Cypher. Da sieht man ein zweiteiliges Gesicht, ist aber halb so wild, weil das tatsächlich so gemacht ist, wegen dem, ich zoome mal hier drauf, zack, wegen dem Umhang, das heißt, das fällt nicht wirklich auf. Sehr schöne Rüstung, mir gefällt Cypher das Modell mega gut, alleine das Löwenschwert, was er hinten auf dem Rücken hat, was ja zu groß ist, um mit Servohänden geführt zu werden. Ist es das Schwert des Primarchen? Also von der Größe her, wenn man tatsächlich mal das Imperator-Schwert dagegen hält, müsste es sein. Weil da haben wir im hinteren Rahmen den Griff des des Schwerts von Caliban und hier das Schwert des Imperators. Also ja, es könnte die Löwenklinge sein. Dann kommen wir zum Primarchen Gussrahmen selber. Ja, ihr habt das ja gesehen. Einmal das Schwertchen ist krass. Also übel. Einzige Sache, die ich da bemängeln muss, aber das ist jetzt nicht wirklich krass. Man muss halt aufpassen, wenn man es ausknipst, weil genau der Gussgrad entsteht an der Schwertklinge. Das heißt, wenn man da nicht ordentlich und sauber mit einem sehr guten Cutter oder einem Bastelzange herangeht, dann macht man Macken rein. Kann man zwar auch beheben, wäre aber ärgerlich. Ansonsten der Detailgrad, ihr habt das glaube ich schon in den Videos gesehen, Warhammer TV hat ja schon alles gespoilert, der ist halt immens, also ich weiß nicht, also da komme ich schon ins Stottern, wenn ich das Ding bemalen muss, und ich habe schon tatsächlich über ein Jahr gebraucht, um meinen Forge World Robert zu bemalen, und der ist noch nicht mal fertig, jetzt kommt der Kollege raus, mal schauen, wie schnell ich fertig werde. Hier ist sehr cool, das gestaltete Diorama Base. Mit dem entsprechenden Chaos Marine, der da unten drauf ist. Das ist, glaube ich, ein, wie schimpfen die sich? Ich weiß gar nicht, nicht besessenen, ja, die Elite halt. Ihr wisst das ja. Sehr cool finde ich den Adlerkopf als Geländestück da drauf. Da kann man noch ein bisschen was machen. Bei Dwarf sieht man, dass der da auf eine Säule gebaut ist, was ziemlich cool ist. Rückenmodul ist mega geil, weil da noch dieser Adler dran kommt. Ja, kann man sagen, ist ein grandioser Bausatz. Kostet 75 Euro, ist wieder 5 Euro teurer als die davor. Allerdings muss man sagen, hier beinhaltet natürlich sich ein Primarch, was echt krass ist. Wenn man die Box durch drei Modelle nimmt, zahlt man so gesehen 25 Euro pro Modell. Wer halt GW kennt, weiß, dass halt Charaktermodelle in dieser Qualität tatsächlich 25 Euro, wert sind, muss jeder selber entscheiden. Aber ich finde für ein Charaktermodell, was ich einmal in meiner Armee habe, für 25 Euro völlig okay. Wenn man natürlich nochmal ein bisschen runterskaliert, weil ich sag mal, der Primarch ist halt deutlich größer, ist ein krasseres Modell, zahle ich halt 20, 40 Euro, also jeweils 20 Euro für das Charaktermodell, und die Restsumme ist dann halt für den Primarchen. Das ist dann, also ich sag mal, für eine monströse Kreatur 40 Euro zu bezahlen mit solcher Statline, warum nicht?
Profilwerte, kann ich euch direkt mal zeigen, sind hier 350 Punkte. Der Junge hat viel. Der hat für 350 Punkte, ich habe eigentlich gedacht, er kostet mehr. Weil im Primarch, ja, One-Man-Army, haut alles zu Klump. Aber der kostet 350 Punkte, finde ich vollkommen gut. Ich bin auch tatsächlich schon an Turnierlisten rechnen. Wer weiß, ob er natürlich erlaubt ist. Aber das heißt, man hat bei 1850 Punkte noch 1500 Punkte frei, um eine Marine-Army aufzubauen, was momentan sehr gut möglich ist. Weil eine Marine-Armee mit 1,5 ist machbar. Gerade mit einer Demi-Kompanie. Und die Formation in dem Buch sagt auch an, dass du ihn spielst als HQ, eine Demi-Kompanie kannst du als Kern spielen, dann musst du halt noch eine Unterstützungsauswahl spielen und da ist selbst günstigerweise, glaube ich, eine 10. Kompanie dabei, das heißt die Scouts. Man hat noch eine Zusatzformation dabei, dass man eine Ehrengarde und spielt und drei Vanguards, dann bekommt sogar der Primarch innerhalb von 3 Zoll zu einer Einheit Achtung Sir, das heißt, er ist dann nicht mehr so richtig alleine, ist aber eine sehr teure Sache, muss ich nachher mal durchrechnen, das sind glaube ich 500, 600 Punkte pro der Formation. Ich bin am überlegen, ob ich eine Demi-Kompanie halt spielen kann, das muss ich nachher auch durchrechnen mit ihm zusammen und eine First Task Force Kompanie, also hier diese, wo du eigentlich zwar auch Termi spielen kannst, aber da kannst du halt auch drei Vanguards oder Sternguards spielen halt und Protektor-Gardisten in der Landungskapsel die runterkommen, -2 auf den Moralwert des Gegners machen. Er hat halt die Funktion, das ist halt, er hat die Möglichkeit, diese Kampfdoktrin, die man hat, also diese taktische, wie heißt das, taktische Sturm- und Devastor-Doktrin, die hat er zusätzlich nochmal. Das heißt halt, man hat als Ultramarine-Spieler die automatisch zweimal. Mit der Demi-Kompanie hat man ja auch nochmal die taktische, also das heißt theoretisch, wenn ich mich nicht irre, hat man halt dreimal taktische, zweimal Sturm, zweimal Unterstützungsdoktrin, während man, wenn man die Formation aus dem Buch spielt, darf man tatsächlich zwei Kampfdoktrinen gleichzeitig ausrufen, das heißt, man kann sagen, okay, jetzt ballere ich halt Runde 1 und 2 voll synchronisiert raus, aktivierst du halt die Unterstützungsdoktrin und die Standarddoktrin und alle deine Waffen sind synchron. Ziemlich mächtig in meinen Augen. Gerade weil eine Space Marine Armee daher besticht, dass man tatsächlich sagt, okay, Runde 1 und 2 Alpha Strike und danach muss man gucken, dass man mit seiner Servorüstung überlebt. Ja, kommen wir zur Statline, viel gelabert. Ist auch schon bekannt, das heißt, der Junge hat ein Kampfgeschick von 9, BF von 6, also ein komplettes 6er Statline bis zum Moralwert. Der ist 10, nicht modifizierbar, der bleibt immer 10, egal was passiert. Und eine 2er Rüstung. Er ist eine monströse Kreatur, das stört ein paar Leute schon. Mich stört es persönlich nicht, ich würde ihn trotzdem spielen. Das Einzige, was mich stört, ist eine monströse Kreatur in Form der Beweglichkeit, weil er kann halt nicht transportiert werden, er kann halt nur rennen. Das heißt, ich laufe halt 6 Zoll renne. Wenn ich Optimum renne, bin ich halt fast an der Mittellinie Runde 1. Also es wird schwierig, den Runde 2 in den Nahkampf zu parken, aber Runde 3 und 4 könnte er was töten und dann wissen wir natürlich, ist die Frage, holt er seine Punkte raus in Form des Tötens. Eigentlich eher nicht, aber ich finde die Sonderregeln halt ziemlich cool für deine Armee, einfach einmal die Doktrin mehr zu haben, ist verdammt stark. Also ich bewerte das wirklich sehr, sehr über, einfach synchronisiert quasi für meine Einheiten zu kriegen. B ist es ein Faktor, der ist mit seiner Statline an einem Missionsziel geparkt, ein sicheres Ding, das heißt Objective Secured haben die sowieso, stehst am Missionsziel, wer traut sich da überhaupt dran und er ist... Ja, unsterblich ist er nicht. Gestern haben wir mal so ein bisschen durchgerechnet und so weiter. Einer meinte, oh, gleich hier die Graf zerschnetzeln den. Tut's tatsächlich nicht. Also er hat mit 6 Lebenspunkten, muss man ja mal, wenn man die Rüstung ignoriert, er hat einen 3er Rettungswurf. Das heißt, ich bräuchte alleine 18 normale Wunden, um ihn halt theoretisch zu töten. So. Aber bei den 18 Wunden, glaube ich, gehen jetzt mal von Theorie aus. Wir wissen, die klappt nie, aber es ist halt so. Und von den 18 Wunden musst du aber beachten, da wäre er tot. Aber für diese 18 Wunden, die durchkommen würden, hätte er nochmal viel No Pain. Was halt bedeutet, dass ein Drittel davon halt auch nochmal gesaved wird. Das heißt, 6 Lebenspunkte werden halt quasi ignoriert. Ergo bräuchte ich nicht nur 18 Lebenspunktverluste, sondern ich bräuchte 24 Lebenspunktverluste oder Verwundungen erstmal, die ich verursachen müsste. Und dann reden wir immer noch von Verwundungen. Das heißt, da muss jeder Schuss treffen und verwunden. Mit Graf geht das durch die 2er Rüstung, aber Graf mach erstmal 25 Wunden. Da brauchst du halt schon fast 2 Devastor-Trupps oder ein 2x Centurions, die da reinsäbeln. Selbst Centurions haben ja 15 Schuss und ich brauche 24 Wunden. Das heißt, ich bräuchte eigentlich 6 Centurions oder 5 Centurions, um den zu fällen. Ja,
Ansonsten, der ist nämlich ewiger Krieger, das heißt, da ist, ja, juckt ihn nicht. Erzfeind gegen Chaos, ja gut, das ist so eine Sache. Vorstoß, klar, präzise Hiebe, präzise Schüsse, er kann sich quasi die Treffer aussuchen, wer es bekommt. Er hat die Sonderregel Sprinten, macht ihn halt natürlich nochmal ein bisschen schneller, gerade in Form von Rennen. Verletzungen ignorieren, 5+. Ja. Er hat dieses Generalsfeldmarschall des Imperiums Sonderregel. Das ist eine coole Sache. Solange er sich auf dem Spielfeld befindet, behandeln alle freundliche Einheiten, also alle befreundeten Einheiten des Imperiums natürlich, misslungen der Moralwert, Angst und Niederhaltentest von ihm. Das heißt, alles macht Moralwert 10. So. Ja, ansonsten Primarch der, ja, der 13. Legion. Du darfst einmal pro Spiel die taktische Doktrin, Sturmdoktrin und die Devastor-Doktrin einsetzen, zusätzlich zu den Kampfdoktrinen, die halt quasi schon zur Verfügung stehen. Ja, ansonsten unnachgiebiger Wille ist halt diese Geschichte, dass man halt immer den vollen Moralwert benutzt. Außerdem darf er Psi-Resistenz-Tests wiederholen. Ja, vollkommener Anführer, das heißt, das ist eine coole Geschichte, er bekommt die komplette Tabelle begabter Anführer, die nicht schlecht ist, also ich find's okay, ich find's gut, ich meine, du bekommst alle Fähigkeiten, das glaube ich durch Deckung bewegen, dann hast du innerhalb von 12 Zoll, bekommen alle deine Einheiten, Trefferwürfe von 1 wiederholen, oh, ich weiß nicht, was noch alles war, war eigentlich eine nette Geschichte. Das Schwert des Imperators ist ziemlich cool, weil das hat eine Deadline von Stärke 10 Durchsag 1, es ist erschütternd, hat einen Flammenwirbel, Banzerfluch und Seelenbrand. Das heißt, Berührung des Imperators bedeutet, wenn ich einen Trefferwurf von 6 mache, wird sie mit Titankiller abgehandelt, statt Stärke 10. Flammenwirbel bedeutet, ich kann die Attackenanzahl von ihnen selber aufgeben und mache halt pro Modell, was innerhalb von 1 Zoll um ihn befindlich ist, eine Attacke. Das heißt, wenn mich ein Ork-Mob angreift oder ein Riesentrupp halt, dann, ja, dann geht's ab. Die Hand der Herrschaft ist der spezielle, ja, Sturmbolder, ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Er ist 24 Zoll, Stärke 6, Durchschlag 2, Sturm 3, rüstungsbrechend. Also verdammt krass. Ansonsten die Rüstung des Schicksals ist nochmal brutal. Das ist ja dieser 3er Rettungswurf, den er bekommt. Und er darf jedes Mal, wenn er stirbt, auf 4+ würfeln. Dann kommt er mit W3 Lebenspunkten wieder. Das heißt, selbst diese, was wir vorhin auskalkuliert haben, Schuss, könnten reichen. Aber 50% Wahrscheinlichkeit kommt der Junge immer wieder. Also, lange Rede, kurzer Sinn, viel gelabert. Das Ding ist brutal. Ich finde ihn geil. Ich spiele ihn. Ich bin das ist auch kein Spieler. Ich habe extra eine Ultra-Armee angefangen. Nein, ich habe schon Ultra-Sun seit x Jahren. Jetzt habe ich meinen Primarchen. Ich werde ihn spielen. Er ist krass, er ist stark. Er ist aber halt sehr langsam, also sehr schwierig zu spielen. Sprich als Gegner, wenn man ihn natürlich dann dementsprechend mit Feuer eindeckt und konzentriert, kriegt man ihn weg. Für mich als Spieler des Primarchen wäre das halb so wild, weil er hat gute Buffs, er hält viel aus, er ist ein psychologischer Faktor, das heißt, ja, sollen halt 2-3 Einheiten, 2-3 Runden lang auf ihn schießen, umso besser für meine restliche Armee. Jetzt mal zum Modell selber. Ich habe auch mir die Mühe gemacht und habe mir den im Speed-Vorgang zusammengebaut. Da haben wir ihn. Also Optik, kann man sagen, was man will. Ich finde ihn geil. Klar, die Rüstung ist halt extrem verziert, wenn man mal so zum Vergleich, hier mein über ein Jahr altes Forgeworld-Modell, ist anhand, also Forgeworld, das ist das Gute, ich dachte, das boah, die sind mega krass unterschiedlich und größer, es geht, klar, er ist definitiv größer, aber durch den Stein sind die jetzt wirklich ja, auf einer Ebene. Er hat halt eine andere Rüstung, das muss man halt bedenken. Das ist halt auch ein 30k-Modell und das ist ein 40k-Modell. Klar, wir wissen, durch die Stasis-Kammer, wo er eigentlich seine Wunde hat heilen können, theoretisch wäre es nicht möglich gewesen. Anscheinend ist er auch im Wachstum etwas vorangegangen. Ja gut, Mechanicum hat vielleicht auch eine neue Rüstung geschmiedet. Ja, an für sich ziemlich geil. Der Helm ist nicht draufgeklebt, den habe ich nur gesteckt, kann man auch variieren. Das Rückenmodul ist aktuell auch nicht dran geklebt, das ist auch nur gesteckt, kann man mal zeigen. Ich mache das mal ab, zack. Also sehr geiles Teil, das ist extrem, also da werde ich bemaltechnisch echt ausrasten können. Ansonsten, Detailgrad ist Wahnsinn, also mir gefällt er sehr. Klar, man kann es nicht mit der Rüstung vergleichen, ich finde auch den... Forgeworld Primarchen, absolut geil. Ich muss sagen,
Von der Rüstung her gefällt mir der ein bisschen besser, weil er schlichter ist. Allerdings muss man halt hier bedenken, das ist halt ein 40k-Modell. Das ist halt einfach, nachdem die Welt in Arsch gegangen ist, er ersetzt quasi eigentlich den Imperator, wenn man so sieht. Er ist auch ziemlich von der Geschichte her, also alle Leute, die immer sagen, boah, ultras langweilig, ja, kann man nach alter Geschichte halt sehen, weil er da immer sehr verhalten beschrieben wurde. Mit dem neuen Buch, mit der neuen Geschichte, wer auch vielleicht mal das Primarchen-Buch gelesen hat, wird feststellen, dass der Primarch der Ultronins echt es faustdick hinter die Ohren hat. Also ich habe mir gestern noch eine Story erzählen lassen von Büchern, weil ich leider nicht mehr hinterherkomme. Wenn man bedenkt, das ist eigentlich der einzige Primarch, der gegen zwei Primarchen gleichzeitig gekämpft hat. Ich meine Angron und noch irgendwas und kam lebend davon. Also so viel Eier muss man das mal haben, so viel können. Ist halt geil. Ja. Ein bisschen Einblick habt ihr vielleicht bekommen, ein bisschen Informationen. Habt natürlich auch jetzt mal so einen Einblick nochmal von uns bekommen, vom Detailgrad her. Die anderen beiden habe ich jetzt natürlich nicht beleuchtet mit den Regeln und so weiter. Ist auch jetzt ausführlich, habe ich jetzt auch keine Zeit mehr so richtig. Cypher ist halt, glaube ich, sogar von den Regeln so, wie man ihn von den damaligen Büchern kennt. Ja, der Voldus, ja, soll ein bisschen teuer sein für das, was er kann. Wir können mal ganz kurz reinschauen beim Voldus. Ausrüstung, Thermorüstung, Sturmbeutel, Fragmentgranaten sprengen, Antipsygranaten, stehenden Sternen. Okay, eine solide Deadline, aber nur eine Standard halt, 4-3. Also eigentlich nichts anderes als ein normaler Grandmaster. Meisterschaftsgrad 3, er hat eine Dämonenwaffe, Dämonenband, spezielle Waffe, Psywaffe. Macht daraus Stärke 2, Durchschlag 2. Meister der Lernen. Voldus kennt die Psykraft mehr als über seinen Meisterschaftsgrad üblich, die aus der Disziplin der Dämonologie ermittelt werden mussten. Also ist halt für 240 Punkte für die Statline. Ja, eigentlich ist es scheißegal, was das für eine Statline ist. Es ist ein verdammt geiler Großmeister. Das heißt, wenn ich Grey Knight spielen würde, ist das ein Hammermodell, was gesetzt ist. Cypher, brauchen wir nicht drüber reden, der sieht badass aus. Den kann man natürlich auch mit ein bisschen Umbau auch zu einem düsteren ja, Ordenspriester vielleicht sogar umbauen, irgendwie in die Richtung. Keine Ahnung. Ja. In diesem Sinn bin ich raus. Habt ihr mal wieder ein Unboxing gesehen? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es ist auch qualitätstechnisch in Ordnung. Werde ich gleich heute Abend sehen. Ja, dementsprechend Preis 75 Tacken, ist viel, bekommt man aber auch viel geboten. Primarch, alleine halt der Fortschritt Primarch wird der aktuell 75 Euro kosten mit Wechselkurs. Das heißt, ich bekomme hier einen 40k Primarchen für das gleiche Geld wie für einen Fortschritt, ist aber aus Kunststoff. Das heißt, er ist ja, widerstandsfähiger, weil ich muss sagen, der wird definitiv bei mir in der Vitrine landen, den werde ich nicht spielen, weil Resin, geil bemalt, trotz Versiegelung, das wirst du vergessen können, da wird immer irgendwo eine Macke sein, bei denen aus Kunststoff, da brauche ich keine Angst haben. Ja, 75, bekomme ich halt noch zwei Charaktermodelle dazu. Also Preis-Leistungsfaktor muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, die anderen Packungen habt ihr ja auch schon gesehen, ich finde es gut. Klar, wenn es zu teuer ist, 75 Euro ist noch viel Geld, aber ganz ehrlich, Jungs, das ist unser Hobby. Es muss nicht immer alles heute sein, dann mache ich es halt morgen oder übermorgen. Wen natürlich der Primarch nicht gefällt, mein Gott, man kann sich auch zusammenlegen, die Packung teilen, man holt sich das Modell raus, was einem gefällt. Und man muss ihn ja nicht sammeln, man muss ihn auch nicht mögen. Das ist genauso, wie man halt Ultras nicht unbedingt spielen muss. Ja, mit Sirene verabschieden wir uns. Like könnt ihr gerne da lassen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, haut's raus. Wir halten das euch auf dem Laufenden. Vielleicht kriege ich noch einen Banding Guide zu den Kollegen hin. Wird aber, glaube ich, immer ein bisschen schwer, die Kamera nebenbei laufen zu lassen. Ich werde den Primarchen anmalen und ja, wir sehen uns. Haut's rein!